So, hallo nochmal. Ich entschuldige mich schon mal, dass ich das Video eben gelöscht habe, aber ich dachte mir, ich kann das jetzt nicht so lassen mit der schlechten Qualität und deswegen habe ich jetzt auch gleich mal meine große Kamera genommen. Ihr seht das Becken, es ist genau gleich. Ich habe einen Lufthebefilter, eine Heizung drin und ja, diese LED-Sachen kommen noch weg, weil jetzt habe ich wieder Zeit und kann die versiegeln und dann werde ich die oben schön anbringen. Hier sind ja schon so Sachen reingebaut. Es liegt nämlich jetzt gerade erst so über diesem Verpaarungsbecken. Und ja, ihr habt ja schon im anderen Video gehört, die Kleinen haben sich prächtig entwickelt. Sind jetzt so 2-3 cm lang. Eher 2,5. Ja, werden schon rot, kriegen schon Farbe. Kriegen schon Lebendfutter und auch Frostfutter gebe ich jetzt ab und an noch dazu, weil ich einfach nicht jeden Tag Lebendfutter geben mag. Aus organisatorischen Gründen, man hat nicht immer so viel Lebendfutter da. Aber ihr seht, die haben gerade eben wieder Frostfutter bekommen. Ich mache dann gleich noch ein bisschen Trockenfutter rein, wenn die ein bisschen verdaut haben. Und da fahre ich eigentlich ganz gut. Kriegen auch noch Artemia-lebende Mückenlarven. Essen sie schon. Und halt dieses ganze Standardzeugs. Deswegen sind die auch sehr gewachsen. Hier sind auch mal zwischendrin ein paar kleinere noch. Aber das ist vollkommen okay. Und was ich vorhin noch gesagt hatte, war, dass das normal ist, dass erst die Flossen rot werden. Die werden später komplett rot. Nur am Anfang sind immer erstmal die Flossen rötlich, bevor der Körper dann nachzieht. Das dort ist das größte Tier von allen. Und kommt hier so nah. Das ist der Nachteil an der Kamera, die muss immer so viel scharf stellen. Ich glaube, er ist auch noch da unten, einer von den etwas größeren. Aber sonst entwickeln die sich echt prächtig. Bin richtig zufrieden. Und was ich noch sagen wollte zum Abschluss, es werden jetzt wieder mehr Videos kommen. Ich habe jetzt die Prüfungsphase fast geschafft und muss jetzt nur noch auf die Präsentation warten. Und ja, in der Infobox findet ihr wie immer Links und Infos und ich zeige euch gleich auch nochmal hier ein paar Videovorschläge, wo ihr gerne noch stöbern könnt, wenn ihr neu seid. Könnt ihr natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren, weil es kommen nicht nur Kampffisch-Updates, sondern auch Infovideos zu Kampffischen. Ich gebe mir da größte Mühe, da immer besser zu werden und natürlich die Informationen so bereitzustellen, wie ihr sie braucht. Deswegen habe ich auf meiner Facebook-Seite auch eine Umfrage gestartet, was euch am meisten interessiert. Da könnt ihr ja mal gerne schauen, Kampffischdame auf Facebook. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss!